Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni und heute geht es nicht um Kindesmisshandlung, auch wenn der Titel des Videos etwas provokant ist, sondern es geht eigentlich um Missbrauch der Kräfte bzw. Fehleinschätzung der Kräfte. Heute geht es auf jeden Fall ums Familiensystem. Und wenn du Themen mit deinen Kindern hast, wenn du das Gefühl hast, dich erschöpft deine Familie, dich erschöpfen deine Kinder, dann bist du genau richtig und bleib dran, denn da habe ich einige Tipps für dich. Es ist relativ einfach. In jedes System gehört eine gewisse Ordnung. Genau wie bei einem Uhrwerk, genau die Zahnräder an der Reihenfolge sein müssen, dass sich die Uhr eben dreht, dass der Sekundenzeiger sich schneller dreht als die Minutenzeiger und der Stundenzeiger. Genauso hat ein Familiensystem eine gewisse Regel und gewisse Einstellungen, sage ich jetzt mal. Es gibt größere Räder und es gibt kleinere Räder. Und heute geht es mir darum, dass wir diese Ordnung einmal betrachten. Wie komme ich auf das Thema? Es geht eigentlich immer wieder, also ich habe wöchentlich, kann man sagen, mehrere Eltern, jüngere Familien da, die einfach wahnsinnig erschöpft sind mit ihren Kindern, wo die Kinder aufbegehren, wo die Kinder undiszipliniert sind, wo die Kinder rebellieren gegen die Eltern und wo die Eltern oft nicht wissen, wie sie mit den Kindern umgehen sollen. Und ich möchte dir jetzt einfach mal vom Energetischen ein paar Anschauungen geben, was man da machen kann, rein vom Mindset her, und dann auch noch ein paar Tipps. Das erste ist mal Ordnung ins Familiensystem bringen. Das heißt, die Großen sollen die Großen sein, die Kleinen die Kleinen. Und einen Fehler, den ich immer wieder bemerke oder was auffällig ist bei Familien, wo die Kinder sehr, sehr fordernd sind, ist, dass man versucht wird, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, das Kind ist wie quasi ein kleiner Erwachsener, hat schon eine ausgereifte Persönlichkeit, so wird das wahrgenommen, und man muss halt alles durchdiskutieren mit Kindern. Und das halte ich jetzt aus meiner Warte her für einen Fehler, denn es geht eher darum, eine klare Autorität darzustellen. Und zwar nicht im Sinne von einer beängstigenden Autorität. Angst ist nicht autoritär, Angst ist eigentlich ein Zeichen von Hilflosigkeit. Das heißt, wenn ich körperliche Gewalt androhe, wenn ich lauter werde, sind das eigentlich schon Zeichen, dass ich nicht in meiner Mitte bin. Autorität ist energetisch, was das kommt so aus dem Wurzelchakra raus, aus der Basis. Ja? Da denke ich nicht mal drüber nach, habe ich Autorität oder nicht. Da denke ich auch nicht darüber nach, geht es meinem Kind jetzt wirklich gut oder nicht, sondern ich bin klar und sage, ich bin in meiner Kraft, ich mache das Beste für mein Kind, für meine Kinder, und deshalb gibt es da auch keine Diskussion. Das heißt, ich bleibe automatisch in meiner Würde und fange nicht an, da Dinge zu hinterfragen. Und das passiert aber ganz oft. Also dieses Betrachten auf Augenhöhe nehme ich ganz oft wahr, eben wenn dann die Kinder mal über den Kopf wachsen, wenn Kinder dann ewig alles ausdiskutieren wollen. Und das halte ich eben für schwierig. Denn ich sehe ein Kind so, dass man, also vom Energetischen her bitte, dass das eine klare Linie, klare Regeln braucht, dass man sich in einem System zurechtfinden kann. Und dann braucht man nicht philosophieren zu sagen, wie ist das System, ist das gut oder schlecht, sondern letzten Endes ist es das System, in dem die Kinder dann einmal sich bewegen müssen. Auch wenn sie das System dann mal umspielen, muss man zuerst das System kennen und sich orientieren können in einem System, bevor ich alles ablehne. Denn alles ist garantiert nicht schlecht. Ja. Wichtig ist eben auch noch zu betrachten, und das ist der nächste Punkt, den ich oft betrachte, wenn Kinder dann eben undiszipliniert werden, wenn es viel Diskussionen gibt, das ist dann der Punkt, wo man sagt, na, mein Kind macht jetzt quasi eben dieses System, dieses alte Schulsystem, das zeigt jetzt einfach auf, dass alles veraltet ist, dass die Lehrer blöd sind und alle sind doof, und alles soll sich quasi nach dem Kind richten, ja, weil das Kind so quasi der neue junge Erlöser ist. Und das halte ich auch für eine sehr bedenkliche Anschauung. Da ist natürlich nichts dagegen einzuwenden. Natürlich sind deine Kinder für dich die wichtigsten Kinder und die besten Kinder der Welt, keine Frage, da brauchen wir gar nicht reden. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf und gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder den neuen Erlöser gezeugt hat. Also würde ich jetzt einfach mal sagen. Der nächste Punkt ist eben, wenn Kinder rebellieren, ist die Unsicherheit der Eltern. Das heißt, das sind oft schon
von der Grundstruktur Leute, die viel hinterfragen, die sehr unsicher sind und die nicht wirklich in ihre Kraft kommen, in ihre Power kommen. Und dann wachsen die Kinder auch ganz schnell über den Kopf, weil man sich selber immer hinterfragt und sich nicht sicher ist. Mache ich das jetzt richtig? Ist das gut? Ist das schlecht? Also das sind auch so ganz bedenkliche Muster, also sich selber nicht hinterfragen. Ja, und wie schafft man das jetzt alles? Das sind jetzt einfach mal so Punkte gewesen, die mir auffallen in Sitzungen. Und also wenn so etwas in einem Familiensystem vorkommt, aber wie kommt man da raus? Der erste Punkt ist eben Ordnung schaffen. Ich habe vorher schon ein System angesprochen. Die Idee ist einfach, dass man sich vorstellt, die Kinder sind wesentlich kleiner als die Erwachsenen. Sobald die auf Augenhöhe stehen, hat man schon ein Problem, hat man schon ein Autoritätsproblem. Das ist einmal das eine. Wie schafft man das als Bild? Du kannst dir dein Kind so ein bisschen wie einen Luftballon vorstellen und dem lässt du die Luft aus, dass der einfach kleiner wird als du, dass du da drüber stehst. Und das solltest du. Die Erwachsenen sind eine Linie und sollten ganz klar über den Kindern stehen. Nicht eben in einer Angstfrequenz, sondern in einer positiven Autorität. Ja? Also als erstes, lass denen einmal die Luft aus. Nur mental, stell dir vor, die schrumpfen, du bist die Große oder der Große und deine Kinder sind die Kleinen. Das ist einmal mein Tipp Nummer 1. Der zweite Tipp ist, wenn du sehr unsicher bist, setze bitte alles mal in ein Verhältnis. Ja? Und das meine ich jetzt nicht zynisch, aber bis zum Fritzelkeller, ja, gibt es da schon noch eine Bandbreite. Das heißt, dein Kind wird nicht misshandelt. Dein Kind lebt in, auch wenn womöglich eine Trennung da ist, in geordneten Verhältnissen, hat ein Dach über dem Kopf, hungert nicht, es gibt nichts Existenzbedrohendes. Das heißt, es ist ein Luxusproblem, maximal, was dein Kind hat, weil existenziell ist es kein Problem. Und deshalb setze alles mal in ein Verhältnis und zweifle da nicht so daran. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du selber mal dir auch bewusst machst, du bist die einzige Mutter oder der einzige Vater, die dieses Kind hat. Ja? Und da haben sie eh keinen Vergleich. Und ich habe immer gesagt, ich erwähne sie immer wieder in Videos, ich habe mir mental immer so vorgenommen, na gut, wenn ich mal was falsch mache, ich mache alles nach bestem Wissen und Gewissen bei meinen Kids, aber sollte ich mal was übersehen, dann bitte zahle ich ihnen halt, wenn sie erwachsen sind, einen Therapeuten. Ja? Das ist so meine Herangehensweise. Aber wie gesagt, man ist die einzige Mutter, der einzige Vater, den sie haben und da haben sie Gott sei Dank keinen Vergleich. Und da bitte einfach auch ein bisschen ja, geerdet bleiben, klar bleiben, nicht unsicher sein. Denn jedes Kind, das hier geboren ist, ist trotzdem noch privilegiert verglichen mit dem Rest der Welt. Ja, und man muss da schon immer ein Verhältnis auch setzen. Das nächste ist als Elternteil, setz dich bitte auch nicht unter Druck. Das ist so ein Nebenpunkt nochmal. Ich sehe es mit dem inneren Kind und mit den Verletzungen in der Kindheit so, wenn du es schaffst, dein Kind ein bisschen weniger zu traumatisieren, als deine Eltern dich traumatisiert haben, haben wir im Gesamten eine Aufwärtstendenz und haben leichtere, entspanntere, fröhlichere, aufgewecktere Kinder. Der nächste Tipp, den ich dir geben möchte, ist wirklich klare Strukturen herstellen. Wir sind jetzt im Luftzeitalter, das heißt so dieses Schreien, dieses Körperliche, diese Züchtigung, das was im Erdzeitalter funktioniert hat, dieses Bestrafen durch Dinge wegnehmen, das hat jetzt nicht mehr so viel Wirkung, weil einfach die Frequenz eine andere ist. Wie gut wäre, wenn du es schaffst, deine Kinder zu inspirieren, ihnen gute Ideen zu geben, gemeinsam an Lösungen für etwas zu arbeiten. Naja, dass man sagt, wir haben ein gemeinsames Problem als Team, als Familie. Wie lösen wir das alle gemeinsam? So, dass wir alle ein harmonisches, schönes Leben haben. Und da vielleicht mit Inspirationen und Ideen arbeiten, weniger mit Drohungen oder Verboten. Natürlich gehören Gebote hin. Es gehört ein Kind ganz klar, einem Kind gehört ein Rahmen, dann fühlt sich das Kind auch wohl. Und dann lernt es eben, sich in diesem System zu orientieren, um vielleicht nachher mal aus diesem System oder über dieses System hinauszuwachsen. Ja, das sind so meine Tipps, wie man vielleicht ein bisschen mehr Ordnung ins Familiensystem bringen kann.
Wenn du selber Themen damit hast oder selber schon Erfahrungen gemacht hast, dann schreib mir einfach in die Kommentare, was so deine Ansätze sind. Das interessiert mich natürlich. Und bitte noch einmal, ich bin jetzt sicher kein Verfechter von einer sinnlosen Grausamkeit, einer Wut den Kindern gegenüber, sondern ich bin ein Verfechter der positiven Disziplin und der klaren Autorität. Und wenn du das schaffst, als Elternteil zu spüren, ich bin der Vater und deshalb gibt es keine Diskussion, oder ich bin die Mutter, darum gibt es keine Diskussion, dann hast du einen wesentlichen Schritt geschafft, dass wirklich Lösungsprozesse in Gang gehen können. Ja, wo man wirklich sagt, okay, das sind Elternteile, wo sich die Kinder auch verlassen können, dass die da sind in ihrer Autorität, in der Eigenverantwortung als Frau, Partnerin und Mutter oder Mann, Partner und Vater. Und das wäre eben so diese positive Disziplin. Und wenn du selber irgendwo undiszipliniert bist als Erwachsener, dann wird es bei den Kindern nicht besser. Das heißt, räum immer bei dir selber auch auf und sag, wo bin denn ich vielleicht ein bisschen schlampig, ein bisschen undiszipliniert, und fang an, da bei dir aufzuräumen, und dann kriegen die Kinder das automatisch auch mit. Das wäre so mein Abschlusstipp. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere meinen Kanal. Er wächst ja wirklich und ich bin sehr, sehr froh, dir da immer wieder Content liefern zu können. Und wir sehen uns demnächst wieder. Dein Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz. Alles Gute, ciao.